Brandon Childress, das ist das Duell auf der Spielmacherposition. Gibbon, gute Bewegung vom Litauer, die erste. Da haben wir nochmal Martinas Gibbon. Fehlversuch von Tugutis, der kann als Vierer den Dreier werfen. Beljauskas, auch der trifft ihn. Erst Laurinas Beljauskas. Geben. Schadlock kriegt runter, nochmal Beljauskas, auch der passt. Das war der zweite Dreier schon von Tugutis mit dem Pass und Frazier findet noch Geben und er finisht das sehr, sehr gut. Statt dem Neuzugang aus Hamburg. Brennecke, gutes Hilo, Geben zeigt, ach, Bank mittlerweile auch wieder da, also nur ein relativ kurzer Auftritt für Tess Roberts. Geben, schön gespielt, hoch abgelegt, er gefällt mir heute sehr gut. Der Kanadier nach wie vor ohne Punkte. Bitte nicht machen, auch das so ein bisschen typisch. Und die Litauer auf der anderen Seite machen es besser, nachdem Sagiunas verlegt hat. So gut ist aufgeben, leichte Punkte für die Skyliners in Transition. Beljauskas und da müssen sie einfach enger drauf sein. Sein dritter erfolgreicher. 27 zu 17 an die Skyliners. Seitdem ist das Ganze eigentlich ausgeglichen. Gut ist Geben. Geht an die Linie. In Litauen gar nicht so gut gelitten ist, denn er hat etwas gemacht, was in diesem sehr traditionellen Basketball Euroleague-Spiele hat er dort bestritten. Und mental haben sie damit ein Stück weit beantwortet, aber jetzt müssen sie das Ganze noch nach Hause bringen. Rich wird abgeräumt. 20 Sekunden, das ist die Zeit, die Medi Bayreuth hier noch geben. Beljauskas, da ist er. Und er macht den. Laurinas Beljauskas mit diesem, genau der Mann, der den Ball eigentlich nicht bekommen dürfte, bekommt ihn und er macht diesen super schweren Wurf. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, warum hat man nicht vorher geben da oben irgendwie. Ob jetzt aufgeben. Frankfurt bleibt erstmal dran. Geben den kann er aus der Halbdistanz, den macht er aus der Halbdistanz. Lukas Wang. Gutes Pick and Roll mit Geben. Und es ist ein Blocking-Foul im Skyliners-Trikot. Martinas Geben nur einen 2-Monats-Vertrag für den verletzten Matt. 1.000 Euro hingeblättert für die Wildcard. Da wird nicht...